Ja, wir haben heute ein tolles neues Portal lanciert beim Erfolg-Magazin. Und wir nennen das Erfolg-Magazin Verifiziert. Das ist ein Portal für Experten und Persönlichkeiten, die sich dort ein Profil anlegen können. Ich zeig dir das mal hier. Hier ist es zu sehen. Und sind auch schon einige ganz tolle Experten und bekannte Persönlichkeiten hier. Urs Meier, WM-Schiedsrichter, und Greta Silva ist dabei und Patrick Heitzmann etc. Und die können sich hier ein Profil anlegen. Und ich zeige das hier mal zum Beispiel bei Patrick. Und werden von uns sowohl nur angenommen, wenn sie wirklich ein positionierter Experte sind. Also das heißt, die legen sich das Profil an, gehen dann aber erstmal auf Verifizierung beantragen. Und erst wenn wir sozusagen geprüft haben, okay, das ist jemand, der ist in der Öffentlichkeit schon mit seiner Expertise, zum Beispiel hier Gesundheit und Fitness, positioniert, dann nehmen wir ihn an. Dann kriegt er aber auch sofort seinen blauen Haken. Also sonst kommt man eben auch gar nicht drauf auf die Plattform, kann hier seine Erfolgsgeschichte und seine Referenzen eingeben. Natürlich hier Social Media Profile kann man noch ergänzen, das hat er jetzt hier noch nicht gemacht. Und man kann dann auch innerhalb dieses Systems können die verifizierten Profile auch untereinander hier miteinander schreiben, sozusagen. Ich bin jetzt hier nicht eingeloggt, deswegen kann man es nicht sehen. Und ja, sind schon, wie gesagt, ein paar tolle Persönlichkeiten dabei. Ich freue mich da total, weil wir schon lange mal so eine Plattform schaffen wollten für Leute, die wirklich was drauf haben, die was können, die gut positioniert sind, die jetzt vielleicht aber noch nicht irgendwie Weltstar mit 3 Spiegel-Bestsellern und so weiter sind, sondern, gut, Patrick ist jetzt ein blödes Beispiel, weil er ist es natürlich und Urs Meier ist es natürlich genauso, aber andersrum gibt es eben auch viele Persönlichkeiten, die sind gut mit ihrer Expertise positioniert und haben auch was zu sagen, haben aber eben insbesondere bei uns noch keine Möglichkeit gehabt, sich zu zeigen oder ähnliches. Ne? Und damit wollten wir jetzt mal so eine, ich will nicht sagen Abhilfe schaffen, aber einfach mal eine Möglichkeit bieten, dass diese Leute sich eben auch mal im Rahmen des Erfolg-Magazins zeigen können. Weil die Leute, die wir ins Magazin reinnehmen oder sonst bei uns präsentieren können, das sind halt nur sehr wenige. Das ist ja auch gut, weil wir müssen eine Qualität hochhalten, das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem gibt es natürlich so viele interessante Menschen, die man mal sehen sollte und die sich mal zeigen sollten und die, mit denen wir aber bisher einfach nicht zusammenarbeiten konnten. Und jetzt geht es mal. Und ich bin total gespannt. Wir haben da jetzt über ein Jahr haben wir daran programmiert und gefeilt und die technischen Möglichkeiten ausgelotet etc. pp. Und jetzt ist es soweit, dass wir es heute live geschaltet haben. Und ich bin auch schon, kamen schon tolle Anmeldungen hier, ganz, ganz, ganz super. Ich glaube, das wird eine richtig schöne Sache. Und das wollte ich auch noch zeigen. Was, glaube ich, eine richtig gute Sache ist, ist, dass die Leute auch so eine Grafik hier bekommen. Die können die sich auch im Mitgliederbereich dann runterladen, was dann bestätigt, dass sie ein verifiziertes Mitglied beim Erfolg-Magazin sind. Und auch das ist ja so ein bisschen so ein Qualitätsbeweis nochmal nach außen. Weil auch hier werden wir Leute ablehnen müssen, aber ich glaube, die meisten, die den Text ordentlich lesen, wo steht, bitte achten Sie darauf, nur wenn Sie in der Öffentlichkeit schon positioniert sind. Also wenn ich denjenigen google oder jemand aus dem Team den googelt, dann muss man auch sehen, dass derjenige tatsächlich Experte für zum Beispiel Gesundheit und Fitness ist. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir das leider ablehnen. Das hält auch wieder die Qualität des Ganzen sehr, sehr hoch. Das heißt, nicht jeder Fuzzi kann sich ein Profil anlegen, jetzt wie bei LinkedIn oder Xing oder sowas. Das geht hier nicht. Aber die Leute, die ein bisschen was zu sagen haben und sich auch damit öffentlich schon positioniert haben, für die kann das, glaube ich, ein neues Zuhause sein. Und man kann dann hier entweder in der Suchfunktion, kann man dann entweder nach dem Namen suchen oder zum Beispiel, wenn man jetzt nach Gesundheit zum Beispiel sucht, kann man auch direkt dann hier das Profil anklicken. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und was da jetzt so mit passiert.